Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei das große Basteln reingeschaltet habt. Heute habe ich für euch eine Bastelidee zu Ostern. Und zwar ist die liebe Nina auf mich zugekommen. Die braucht nämlich eine Box oder irgendetwas, wo sie ihre Produkte reinmachen kann, weil sie wieder eine Osterbox verschenken oder verkaufen möchte. Und da habe ich jetzt ein paar Ideen, die zeige ich euch nach und nach. Und natürlich noch ganz viele andere Osterbastelideen. Um die alle nicht zu verpassen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, lasst ein Like bei dem Video da und kommentiert. Und ganz toll wäre natürlich, wenn ihr das Video auch noch teilen würdet. Damit unterstützt ihr mich und erhöht meine Reichweite. Dafür schon mal vielen Dank. So, und heute möchte ich euch eine ganz einfache Ostertüte zeigen, wo man hier wunderbar Sachen reinmachen kann. Und zwar aus ganz simpel Butterbrottüten. Das werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Die gibt es natürlich auch ein bisschen instabiler, je nachdem, was ihr mitmachen wollt. Gibt ja, glaube ich, auch so braune oder sowas. Einfach mal gucken, was ihr braucht. Wir brauchen dafür Butterbrottüten, dann hier Puschels oder Pompons, Kleber, Stifte. Ich habe jetzt, den werde ich jetzt heute zum ersten Mal probieren, einen ganz feinen Stift mit 0,3 Millimeter Mine. Hier habe ich mit einem Stabilos gearbeitet und die sind mir noch ein bisschen zu dick dann gewesen, gerade so für die Barthaare. Ne? Dann braucht ihr etwas, um Schleifen zu machen. Da muss ich noch ein bisschen üben. Schleifen bin ich nicht so perfekt. Ich habe hier einmal mit Kräuselband gearbeitet, versucht. Dann einfach mit ganz normaler Wolle. Und hier unten mit so ein bisschen dickeren Chiffonband ist das. Aber bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also wie gesagt, mit den Schleifen, Dekoschleifen, muss ich noch mal ein bisschen üben. Vielleicht habt ihr da auch den einen oder anderen Tipp einfach für mich. Scheren brauchen wir, klar. Der Heißkleber läuft gerade noch warm. Ihr könnt auch statt Augen zu malen mit Wackelaugen arbeiten. So wie es euch gefällt einfach. Okay, wir fangen ganz simpel erstmal an und nehmen uns eine Butterbrottüte. Und ihr seht, hier oben ist ein Rand. Der muss weg. Den schneiden wir jetzt einfach ab. Und dann legt ihr euch ganz vorsichtig, ohne dass ihr jetzt hier einen Knick macht, das einfach mal doppelt. Das habe ich hier auch gemacht, doppelt. Ob ich das bei dem noch hinbekomme. Um dann die Ohren an der Außenseite aufzumalen. Ne? So. Ganz vorsichtig, dass nicht so ein großer Knick reinkommt. Dann malt ihr euch mit einem Bleistift die Ohren ein bisschen vor. Ich fange immer oben an, dass das so ein bisschen spitz in Anführungszeichen ist. Ich mache immer so strichenweise, dann verläuft es leicht in die Mitte und dann wieder zurück ein Stück und von da aus nicht ganz wieder rangehen, macht ihr euch eine halbwegs gerade Linie nach drüben. So, ich gucke mal, wenn ich ein bisschen hochkomme, kann man es jetzt nicht so gut sehen, weil das ganz leicht ist, aber ich denke, beim Schneiden gleich werdet ihr das sehen. Ich schneide jetzt erstmal mit der einfachen Schere hier das gerade aus. Und dann fange ich von oben, da müsst ihr jetzt gut festhalten. Jetzt könnt ihr hier ruhig einen Knick reinmachen, weil das verschwindet ja gleich. Dass ihr guckt, dass das gut übereinander liegt. Fangt da an, das Öhrchen, oder das sind ja dann beide Ohren zusammen, auszuschneiden. Ich glaube, jetzt seht ihr auch gut die Rundung, was ich da meinte. So. Und noch ein Stück. Hier hängt es noch, da schneiden wir noch mal ein bisschen nach. So, und schon habt ihr eure Öhrchen fertig. Es ist hier ein bisschen kantig, ein bisschen zu eckig geworden. Also da ruhig auch so ein bisschen rund schneiden, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ne? Und wenn ihr jetzt das aufmacht hier, kann man wunderbar reinmachen. Und damit das hier aber nicht auseinander geht, und der Hase auf einmal vier Ohren hat, macht er hier die ersten Schleifen rein.
Müsst ihr gucken, mit welchem Band ihr da arbeitet, was euch gefällt. Vielleicht gibt es ja auch schon fertige Schleifen, muss ich echt mal gucken, weil ich habe da nicht so das Händchen für. Ungefähr gleich lang. Ich nehme da jetzt einfach eine Wolle für, die glitzert so ein bisschen. Und dann macht ihr die einfach um die Hasenohren rum. Nicht zu dolle ziehen, damit das sich nicht so zusammenkrempelt, sondern wirklich so ganz leicht lassen. Und dann einfach die Schleife binden. Und auf der anderen Seite noch mal genau das Gleiche. Und dann kann man hier nachher noch mal Deko drauf machen. Das machen wir ganz zum Schluss. Dann habt ihr das schon mal fertig. Dann malen wir die Innenohren oder Löffel mal an. Kann man dann bunt machen, was man gerade möchte. Was nehmen wir mal lila hier heute. Dass man die noch mal ein bisschen farblich hervorhebt. Das mache ich aber jetzt nur auf denen, der außen dann auch praktisch zu sehen ist. Schön ausmalen das Ganze. Und das ist auch etwas, weil ich weiß, es sind ja auch manchmal Eltern dabei mit Kindergartenkindern. Das könnte auch wunderbar für die Erzieher. Es wird ja immer so nach Ideen, ne? Wie kann man den Erziehern was schenken? Da könnt ihr da ein bisschen was reinmachen, ein bisschen Süßigkeiten. Für die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit kann man das wunderbar hinstellen. Die Lehrer wollen wir natürlich nicht vergessen. Also ganz einfach und schnell eine Tüte oder halt für die liebe Nina mit ihrer Kosmetik, die man basteln kann und dann verschenken kann. Sicherlich, ach, seht ihr, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Sieht das bestimmt auch toll aus mit dem Teelicht. Und dann einfach auf den Osterfrühstückstisch mit draufstellen. Also aber ein LED-Teelicht nehmen. Kein echtes, sonst habt ihr gleich das Osterfeuer am Tisch. Aber das müsste bestimmt auch ganz gut aussehen. So, dann haben wir hier die Ohren jetzt drinnen ausgemalt. Das kann jetzt gut trocknen. So, müsste man jetzt auch noch richtig draufstecken hier. So, als nächstes würde ich jetzt immer erstmal die Nase mit so einem Pompon drauf machen. Könnt ihr natürlich auch nur malen, wenn ihr die nicht da habt. Aber die sind ja mal ganz, hat man eigentlich fast jeder mal zu Hause zum Basteln, denke ich mal. Ich habe hier verschiedene Größen. Hier sind ganz große, könnte man hinten noch einen Puschel drauf machen fürs Schwänzchen. Muss man mal ausprobieren, dann einfach. So, meine Heißkleberpistole müsste eigentlich fertig sein, aber die braucht natürlich wieder ein bisschen Kleber. Da bin ich auch gerade noch auf der Suche nach einer, die eine feinere Tülle hat zum Kleben. Wenn ihr da Tipps habt, vielleicht welche, wo man auch die Tülle vorne wechseln kann, gerne mal Bescheid geben. So, und ich habe mal versucht, eine Schleife vorzubereiten, wo ich dann hier unten auch kleine Spitzen mit reingeschnitten habe. Aber die ist ein bisschen dolle groß, wenn ich sie jetzt ganz drauf kleben würde. Also ich klebe sie ein bisschen runter, denke ich mal. Nehmen auch noch mal Heißkleber für. Und einmal gut andrücken. So, das war eigentlich schon alles, wofür wir heute den Heißkleber brauchen. Und jetzt nehme ich mir den ganz feinen
Stift. Ich probiere ihn jetzt, wie gesagt, mit euch das erste Mal aus. Wir machen hier unter dem Bommel jetzt erstmal so ein bisschen das Schnäuzchen. Also wie es weitergeht. Und dann die Barthaare. Ja, gefällt mir schon viel besser. Lass sich also schöner mitarbeiten, wenn die so ein bisschen dünner sind, die Stifte. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, mit den Ohren, nicht mit den Ohren, mit den Augen überlegen. Malt, Entschuldigung, malt ihr die. Ich habe hier so geschlossene Augen zum Beispiel gemalt. Macht ihr jetzt hier welche drauf? Wobei ich glaube, das würde ich gar nicht so schön finden. Ja, also so zum Beispiel. Habe ich da noch einen Gegenpart zu? Finde ich jetzt, könnt ihr das sehen, nicht so schön. Oder ihr malt halt einfach drauf. Ihr könnt ja auch offene Augen malen. Wir versuchen es mal. Also die sind ja ganz simpel. Ne? Macht da so einen Halbmond und dann ein paar Wimpern dran. Und jetzt gucken wir mal. Wir malen mal große Augen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Was ich jetzt nicht mitgenommen habe, ich habe noch so einen weißen Edding. Damit würde ich dann eigentlich im Inneren vom Auge noch so einen weißen Punkt reinsetzen. Dann sieht das immer noch so ein bisschen lebendiger praktisch aus. Deswegen, ich lasse mal so einen kleinen weißen Punkt frei. Oh, jetzt zittere ich gerade mit der Hand, auch nicht schlecht. Jetzt kriege ich da ein Kuschelauge hier. So, und oben machen wir auch so ein paar Wimpern dran. Und mal gucken, unten ein paar kleine Wimpern noch. So. Eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt können wir noch ein bisschen verzieren. Also ich habe ja hier auf die Schleife auch noch ein bisschen was drauf gemacht. Da habe ich hier so ganz viele schöne Steinchen drauf. Dadurch, dass ja das Rot relativ dunkel ist, würde ich auch wieder mit dem Weiß oder, ja, was ist das andere, gelblichen Ton arbeiten. Gelb, Elfenbein eher, ne? Aber ich nehme die Weiße, die ist ein bisschen größer. Und die kann man wieder schön in die Mitte draufsetzen. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier oben bei den Schleifen auch noch was draufsetzen. Upsala. Mal gucken, ob das hält. Ja, zwischendurch denkt einfach dran, wer noch nicht hat, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, einen Kommentar und teilt sehr gerne das Video. So. Wenn die nicht so gut halten hier, dann macht es also so einfach auch nochmal mit Heißkleber fest. So, dann könnte man jetzt zum Beispiel mit einem Bleistift, jetzt habe ich keine hier, also bunten Bleistift, ein bisschen die Wangen vielleicht noch anmalen. Das kann man einfach alles so ein bisschen ausprobieren, ne? Dass man so einen leichten Roséton nimmt zum Beispiel. Das sieht ja dann auch noch sehr gut aus. Der Bastelpapa guckt gerade, weil irgendwo hatten wir eine ganz tolle Box gehabt mit ganz vielen Stiften drin. Bloß, wo haben wir die hingeräumt? Das ist gerade die Frage. Da hat er sie. Gut, dass man immer jemanden hat. Die gab es nämlich neulich auch beim Action im Angebot. Und das Bastelkind malt ja auch total gerne. Und da habe ich ihr den mitgebracht und mir auch. Aber ich weiß nicht, wo meiner gelandet ist.
Doch, der müsste, glaube ich, da in der einen Tüte noch sein. Okay, egal. Wir gucken mal eben rein. Wie gesagt, da gibt es jetzt echt 36 Farben. Wir sehen, diese Woche kommt noch ein größerer raus. Bastelkind natürlich ganz aufgeregt, ob sie den bekommen darf. Aber ich finde, hier sind schon wunderbare Farben mit dabei. Und guck mal, hier haben wir so einen hautfarbenen oder so einen ganz leicht lila, pinkfarbenen. Den finde ich ganz schön. Wir gucken mal. So, wir räumen das mal beiseite. Und machen so ganz hauchzart. Für Nina, du könntest zum Beispiel Rouge benutzen auch. Nimmst einen Applikator und machst dann damit ganz leicht die Wangen drauf. Einfach so ein bisschen kreisen. Das werdet ihr jetzt im Video wahrscheinlich nicht sehen, weil es ist wirklich ganz, ganz zart nur. Aber es soll ja auch nicht, das machen wir ja beim Schminken auch nicht, dass wir bumm, wie ein Clown aussehen. Ne? Das soll ja nur ganz, ganz hauchzart und süß aussehen. Deswegen drücke ich auch nicht dolle auf. So, also mir gefällt es so ganz gut. Man kann das mit dem Finger noch ganz leicht verblenden, wenn man das möchte. Und das wäre dann unsere Ostertüte. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt richtig schön die aufmachen. Das reinmachen, da ist echt viel Platz drin. Man könnte gucken, muss man so ein bisschen unten praktisch noch ein, dass er auseinander geht, ein bisschen Teelicht reinmachen. Ich finde das eine ganz schnelle, super Idee, vor allem wenn man viel zum Verpacken hat, kann man das einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, schleifen muss noch ein bisschen üben, aber finde ich so schon mal ganz gut. Kann man ja auch andere Sachen noch ranmachen, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Schleife möchte. Man kann eine Schleife unten malen. Da könnt ihr einfach euch ein bisschen austoben. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr die Idee fandet mit den Ostertütchen. Und denkt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Über einen Kommentar, wie gesagt, freue ich mich immer und teilt das Video, damit ganz viele von dieser Idee erfahren und damit unterstützt ihr mich auch und erhöht meine Reichweite. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Macht's gut, bis bald, tschüss.